Herzlich willkommen zu unserer 10. astrologischen Reise und wir starten heute mit dem 4. Quadranten im Radix, mit dem überpersonellen Quadranten, also mit allem, was über dich persönlich geht. Und das erste Zeichen, das diesen Quadranten einläutet, ist der Steinbock, der Archetypus Steinbock mit dem Repräsentanten Saturn. Und der Saturn hat immer so eine gewisse Nüchternheit, so eine gewisse Strenge. Da geht es um Regeln, da geht es um für alle gültige Regeln, also nicht nur eben so quasi, was ich mir für Regeln auferlege, sondern was fürs Kollektiv wichtig ist. Und der Saturn bringt eben so Klarheit, bringt Nüchternheit, bringt eine gewisse Eingrenzung auch des Individuums. Also der schränkt natürlich auch als Gegenpol des Krebses, also Steinbock liegt gegenüber vom Krebs, auch deine persönlichen Gefühle, dein persönliches Empfinden ein. Und das ist wichtig, also so eine gewisse Nüchternheit ist einfach auch wichtig, dass man mal weiterkommt. Man kann nicht immer im Krebs, im inneren Kind, in den eigenen Gefühlen sitzen bleiben. Und so ist der Saturn eine gute Meditation für Klarheit, für Struktur, ist auch so dein innerer Lehrer, also der, der einfach etwas geregelt haben möchte auch. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser Reise. Jetzt schließ mal deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und stell dir mal vor, du hast heute frei und du möchtest eine Bergwanderung unternehmen. Und du gehst bei dir zu Hause los und machst dich auf dem Weg zu einem Berg. Und du nimmst nur das Notwendigste mit, denn du weißt, dass dieser Aufstieg länger in Anspruch nimmt. Du bist auch zeitig aufgestanden. Die Straßen sind noch ruhig. Und du verlässt jetzt wirklich deine Stadt oder dein Dorf und machst dich auf den Weg zu diesem Berg. Und dein Ziel ist der Berggipfel. Denn auf diesem Berggipfel bist du davon überzeugt, dass es einen Bergkristall gibt, einen klaren, strahlenden Bergkristall. Und deshalb möchtest du auf diesen Berg steigen. Und zuerst gehst du vielleicht noch leichten Schrittes schneller entlang, aber du merkst, je länger du unterwegs bist, umso steiler wird der Weg. Und du passt dein Tempo diesem Weg an. Das heißt, du gehst in deinem Tempo Schritt für Schritt stetig bergauf. Schritt für Schritt stetig bergauf. Ein Fuß vor den anderen. Und wieder weiter. Und ganz egal, wie schnell oder wie langsam du gehst beständig bergauf. Und du weißt, dass die Steigung dieses Berges für jeden gleich ist. Du weißt, es gibt keine Abkürzungen, keine Seilbahnen, keine geheimen Schleichwege. Es gibt nur diesen einen Weg. Und du gehst diesen Weg in deinem Tempo immer weiter und weiter bergauf. Und während du so gehst in deinem Tempo, spürst du, dass du etwas leichter wirst, etwas ruhiger wirst, aber auch bestimmter. Emotionen und Verwicklungen bleiben hinter dir zurück, so als ob du aus einem nebligen Tal kommst und du gehst immer höher und höher hinauf. Gefühle, Sentimentalitäten bleiben
hinter dir zurück. Und du spürst vielleicht auch eine gewisse Müdigkeit in dir. Aber du gehst dennoch weiter und während du weitergehst, wandelt sich diese Müdigkeit in eine gewisse Beharrlichkeit, in dieses: Ich habe mir vorgenommen, heute auf diesen Gipfel zu steigen und ich werde diesen Berg besteigen, ich werde diesen Gipfel erklimmen. Und du gehst weiter und weiter. Und während du immer weiter bergauf wanderst, kommst du durch einen Wald. Es ist ein Tannenwald in einem satten Grün. Und dieses Grün beruhigt dich, spendet dir vielleicht auch etwas Schatten. Und du riechst diesen herben, angenehmen Duft der Tannennadeln. Und du gehst immer weiter und weiter bergauf. Du siehst, dass die Bäume ihre Wurzeln in felsigen Grund geschlagen haben. Und die Wurzeln gehen tief hinein, sodass die Bäume hoch wachsen können. Und je höher du gehst, je höher du kommst, umso niedriger werden die Bäume, aber sie sind immer noch gut verwurzelt. Und irgendwann endet dann dieser Wald. Und du spürst, dass das Gelände jetzt noch steiniger wird, dass der Erdboden langsam zurückgeht und immer mehr Felsen frei werden. Du hast ein stabiles, festes Schuhwerk an und gehst höher und weiter hinauf, stetig Schritt für Schritt weiter hinauf. Und du hast dir einen Weg gewählt, der sich nicht irgendwie schlängelt, sondern der sehr geradlinig geht. Und in dieser Geradlinigkeit merkst du auch, dass sich deine Gelenke reinigen. Und während du dich bewegst, werden deine Gelenke auch beweglicher. So als würde Kalk von ihnen abfallen. Aus den Schultern, den Ellenbogen, deinen Kniegelenken, überall fällt jetzt einfach Immobilität ab und du wirst beweglicher und klarer und gehst weiter hinauf. Du spürst jetzt auch, dass in dieser frischen Luft, in dieser Bergluft, dein Herz friedfertiger wird, dein Herz freier wird. Und dadurch, dass dein Herz friedlicher wird, wird auch dein Kopf immer klarer. Und du genießt diese Klarheit und gehst immer weiter und weiter hinauf. Es gibt keinen anderen Weg, du möchtest diesen Gipfel erklimmen und du spürst auch, dass während du höher und höher hinauf gehst,
du nun auch Themen aus deiner Ahnenlinie, deiner Großeltern, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, von dir abfallen. In deinem Nabelchakra wird es nüchterner, klarer, stabiler. Und Müdigkeit, Erschöpfen oder Scheitern von deinen Ahnen fällt von dir ab. Und du spürst, dass du immer beweglicher und beweglicher wirst. Nun merkst du, dass du wirklich nur mehr das Notwendigste bei dir trägst. Jeglicher Proviant, alles, was du vielleicht auf diese Reise mitgenommen hast, ist jetzt weg und du trägst noch deine stabilen Schuhe, dein Gewand, nur mehr das Notwendigste hast du dabei. Und in dieser Energie fühlt es sich leichter an, konzentrierter und fokussierter. Und du erlaubst dir jetzt auch mit deinen nächsten Schritten alles Überflüssige, allen Tand, alles, was du mit dir herumschleppst und was dich vielleicht belastet, all das fällt jetzt auch ab. Und du spürst, dass du in dir klar und konzentriert bist. Und in dieser Klarheit und Konzentriertheit merkst du schon, wenn du dich umschaust, dass du schon fast am Gipfel angekommen bist. Und du merkst, du hast so viel hinter dir gelassen, losgelassen, losgelöst. Dass nur mehr du in deiner Essenz vorhanden bist. Und nun spüre mal diese Klarheit und diese Ruhe und spüre auch, dass du jetzt ganz mit dir bist, eingeschränkt, jetzt nicht sozial irgendwie in Verbindung, sondern du bist alleine und bist zufrieden, wie eine Einsiedlerin, wie ein Einsiedler, ganz bei dir. Und du spürst, dass es noch einmal bergauf geht, 3 Stufen. Und dann bist du angekommen bei der Spitze des Berges, bei einem gigantischen Bergkristall, der kühl ist, aber auch klar, der fokussiert ist. Und du spürst, es gibt ein Gesetz und du ordnest dich auch diesem Gesetz unter. Du bist Teil dieses Gesetzes, des göttlichen Lichts, der inneren Bestimmtheit. Und du spürst das, was deine Bestimmung ist. Du spürst, dass alles, was dir nicht bestimmt ist, auf dieser Reise abgefallen ist und dass du in diesem Licht, in dieser Essenz jetzt ganz bei dir bist. Lass dich jetzt in diese Klarheit wirklich einsinken. Du bist bei dir. Du bist bei dir. Du spürst, was in deinem Leben notwendig ist.
Du spürst, was du als Klarheit benötigst und für deine Klarheit benötigst. Du bist angekommen. Atme nun mal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein, diese Klarheit und wieder aus. Und spüre jetzt mal diese Nüchternheit, diese Struktur. Und spüre auch, dass du durch deine Beharrlichkeit, durch deinen Einsatz diesen Berg erklommen hast, diese Klarheit errungen hast und dass du dich ganz klar diesen höchsten Regeln unterordnest, die für alle gültig sind. Und in diesem Bewusstsein spürst du nun, dass du in deinem Innersten alles hast, was du brauchst. Und dass alles Überflüssige abfallen kann von dir, sodass du frei bist. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Bedanke dich bei deiner inneren Klarheit und Struktur und erlaube dir diese Klarheit, Reduktion und Struktur, diese Bestimmtheit mit in dein Alltagsbewusstsein zu nehmen. Streck dich durch, beweg deinen Körper, fühl nochmal nach. Und erlaube dir dann in deinem Tempo wieder in dein Alltagsbewusstsein zu sinken, runter von diesem Berg und zurückzukommen an dem Punkt, wo du diese Reise, diese Wanderung gestartet hast. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann komm ganz ins Hier und Jetzt zurück und öffne deine Augen. Wie ist es dir gegangen bei dieser Steinbock-Meditation? Ich freue mich natürlich über deine Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und beim nächsten Mal geht es dann mit dem Wassermann weiter. Aus dem wunderschönen Linz, alles Gute, dein Oliver Erni. Tschüss, bis nächstes Mal.